Halloween, die Nacht der Verkleidungen, von Süßes oder Saures und natürlich von gruseligen Geschichten. Aber was ist Halloween? Die alten Kelten verabschiedeten damals den Sommer am 31. Oktober und begrüßten den Einbruch des Winters. Sie glaubten, dass genau an diesem Tag die Geister der Verstorbenen auf der Erde wandeln würden, und damit diese einen nicht ins Reich der Toten holen, würde man sich besonders gruselig verkleiden, damit die Geister einen nicht als Menschen identifizieren. Man zog von Haus zu Haus und sammelte Süßigkeiten, welches dann als Opfergabe für die Götter dienten, um sie bei Laune zu halten. Aber was hat es mit den Kerzen in den Kürbissen auf sich? Es gab mal einen Hufschmied namens Jack. Er war ein Hochstapler und lebte ein schlechtes Leben. Als dann der Teufel plötzlich neben ihm auftauchte, um ihn mit in die Hölle zu nehmen, bat Jack um einen letzten Drink. Jedoch hatte der Teufel kein Geld dabei, also verwandelte er sich in eine Münze. Jack trickste den Teufel aus, indem er die Münze zusammen mit einem Kreuz in seinen Geldbeutel tat und den Teufel gefangen hielt. Erst nachdem der Teufel Jack versprach, ihn nie wieder zu besuchen, ließ dieser ihn frei. Nachdem Jack verstarb, verwehrte der Himmel ihm den Einlass, da er ein schlechtes Leben geführt hat. Und auch der Teufel verwehrte ihm den Zutritt in die Hölle, da er ihn zuvor ausgetrickst hatte. Und so war Jack dazu verdammt, alleine in der Dunkelheit umherzuwandern. Der Teufel bekam irgendwann Mitleid mit Jack und schenkte ihm eine glühende Kohle, die niemals erlöschen würde. Jack tat diese Kohle in eine ausgehöhlte Möhre und wandert seit jeher herum. Als das Halloweenfest schließlich nach Amerika kam, gab es dort kaum Rüben, weswegen man stattdessen Kürbisse benutzt hat. Ja, Halloween. Diese ganz besondere Nacht. Jetzt ist Halloween jedoch zu einem Fest für Kinder und Säufer verkommen. Kinder ziehen von Haus zu Haus und erbetteln Süßigkeiten in gruseliger Verkleidung. Und die etwas Älteren saufen sich die Birne zu und hoffen, eine sexy Dame zu erwischen, mit der sie gemeinsam die Nacht verbringen können. Jedoch enden sie meist allein in der Ecke und kotzen ihren überschüssigen Alkohol aus. Hey, wie sieht's aus? Bist du fertig? Das, was ihr gerade gehört habt, war die Stimme des grauenvollen und mysteriösen Wesens, auch genannt als H.O. Er ist vor mehreren Jahren gestorben, jedoch sucht sein Geist noch immer dieses Haus heim. Ich bin also gestorben? Das ist mir neu. Hört ihr es? Der Geist weiß noch nicht einmal, dass er tot ist. Er ist wohl auch wie Jack dazu verdammt, in der Dunkelheit umherzuwandern. Also eigentlich ist es noch Mittag und du, mein Guter, verbringst schon viel zu lange an deinem Video. Also, was steht heute an? Was meinst du? Es ist Freitag. Muss heute nirgendwo hin. Ich bereite nur mein Kostüm für die Halloween-Party vor. Aber musst du nicht los? In die Uni oder so? Ach, nee, ich muss nur was von der Bibliothek holen. Es sollte nicht lange dauern. Oh, du solltest lieber jetzt los. Schon mal nach draußen. Es fängt gleich an zu regnen, habe ich das Gefühl. Harry war nur 2 Jahre älter als ich und da wir Brüder sind, sahen wir uns dementsprechend recht ähnlich. Wir teilten auch den gleichen Musikgeschmack. Wir hatten die gleiche Frisur, mittellange, dunkle Haare und waren beide recht schlank. Jedoch trug ich eine Brille und war etwas kleiner als mein Bruder. Überall nur Halloween-Dekorationen. So gefällt es mir. Ich kann es nicht leiden, wenn die Leute schon Weihnachtsdekos aufhängen, obwohl wir noch nicht mal November haben. Naja. Eigentlich liebe ich ja Regenwetter, aber nichts ist nerviger, wenn ein starker Regen deine Tasche komplett durchnässt und die Bücher dann etwas davon abbekommen. Vor allem, wenn die Bücher nur geliehen sind. Nennt mich Nerd, aber ich habe einfach etwas übrig für große Bibliotheken, die etwas hermachen. Und die Uni-Bibliothek hier stellt alles in den Schatten. Ah, hier. Gut, scheint ich... Andrew? Ja? Was gibt's, Jessica? Ich kann deinen Bruder nicht erreichen. Weißt du, wo der steckt? Er meinte, er wolle sein Kostüm vorbereiten. Vielleicht ist er fix duschen gegangen. Was gibt's? Jessica war Harrys Freundin
Am Anfang trafen sie sich nur alleine, aber in der Zwischenzeit ist es völlig normal, dass wir alle gemeinsam immer etwas unternehmen. Fast wie eine Dreiergang. Jessica hatte lange, blonde, glatte Haare und ansonsten war sie äußerlich eher wenig auffallend. Und sie war einen halben Kopf größer als ich. Ach, wollt nur wissen, wann genau ihr kommt, wegen der Halloween-Party. Müsste ich nochmal mit Harry abklären, aber ich denke zwischen 6 und 7 Uhr. Ja, meine Eltern sind sowieso weg, also gehört das ganze Anwesen uns. Und keine Sorge, ich habe versucht, die Geister nicht allzu lang zu lassen. So, so. Ach ja, einmal reich sein und ein riesiges Anwesen haben. Na okay, du, ich muss jetzt auch los, muss noch meine Bahn nach Hause erwischen und mein Kostüm modifizieren. Modifizieren? Ja, die Augen von der Maske etwas verdunkeln. Naja, also bis später dann. Ciao. Okay, bye. Der Regen wird ja immer heftiger. Sorry. Okay, kein Sorry back. Kein Problem. Oh, Moment mal. Der Typ hat sein Buch verloren. Was zu... Was ist das? Ist das für ein eigenartiges Symbol? Hey, Sie da, Entschuldigung. Sie haben das hier verloren. Hier. Oh, sorry, ich muss zur Bahn. Schönen Tag noch. Was war denn das gerade? Dieses eigenartige Buch? Ah, meine Hand. Harry, wegen der Halloween-Party. Also ich habe mit Jessica telefoniert und gesagt, dass wir gegen 18 Uhr loslaufen. Aber komm, lass uns erstmal los. Los? Wohin? Mom hat mich angerufen. Sie ist mit Dad noch zu Besuch bei unserer Tante. Sie sagte aber, dass sie Geld hinterlassen hat. Wir sollen davon etwas Deko, Kürbisse und Süßkram für die klingelnden Kids besorgen. Ach so, okay, alles klar. Ich glaube, 4 Kürbisse sollten reichen. Da Dads Auto noch in der Werkstatt ist, müssen wir den ganzen Spaß sowieso alleine tragen. Hast du das restliche Zeug? Fake-Spinnennetze. Noch mehr Fake-Spinnennetze. Fake-Skelette. Und so viel Süßkram, dass ein Diabetiker direkt sterben würde. Ich glaube, wir haben alles. Andrew? Andrew, was ist los? Siehst du den Mann da vorne? Du meinst du mit dem schwarzen Auto? Ja, aus irgendeinem Grund kommt mir der so mega bekannt vor. Alter Lehrer? Du hast dir mal Nachhilfe gegeben. Vielleicht ist es ja der Vater von einem deiner alten Schüler? Nein. Nein, egal, vergiss es. Komm, wir laufen heim. Hey, ich gehe duschen und dann ins Bett. Ich bin irgendwie extremst müde. Ich treffe noch kurz Jessica auf einen Kaffee. Kaffee? So, so. Okay. Dann bis morgen. Wo bin ich hier? Alles so dunkel. Ah! Meine Hand. Ich bin auf jeden Fall nicht zu Hause. Verdammt, ist das kalt hier. Was sind das nur für Schreie? Was war das? Verdammt, was läuft hier? Da vorne. Licht. Kerzenlichter wurden erleuchtet und auf einmal sah ich den Grund für mein Stolpern. Ein lebloser Körper mit zerfetzten Klamotten voller Blut. Etwas war jedoch auf seiner Hand drauf. Ich weiß nicht wieso, jedoch hatte der Mann auf seiner Hand das gleiche Symbol wie das, was ich auch auf dem Buchcover von diesem komischen Fremden gesehen hatte. Ein ungutes Gefühl wurde in mir breit.
Ich frierte und das Licht, was ich am Ende sah, verblasste. Ich war alleine in diesem Raum und vor mir die Leiche von diesem Mann, den ich zuvor mit meinem Bruder vor dem Supermarkt gesehen hatte. Ich musste hier raus. Nur wie? Plötzlich hörte ich es. Schritte. Hallo? Ist da wer? Ich kann mich nicht bewegen. Hey, was? Ah! Meine Brust. Was? Ein Traum. Wie viel los ist? 8 Uhr, wow. Pünktlich bin ich ja. Hans, was soll ist das? Ich bemerkte etwas auf der Rückseite meiner rechten Hand. Es sah so aus, als ob jemand mit einem Messer eine Kurve in meine Hand eingeritzt hätte, in Form einer Parabel. Ich verbrachte noch eine Stunde für mich in meinem Zimmer und ging dann anschließend in die Küche und fand meinen Bruder am Esstisch frühstücken. Hey, na, schön geträumt? Ja. Wovon denn? Naja, Leichen, zerfetzte Klamotten. Klingt cool. Was hast du? Geht schon. War nur meine Hand. Hab wohl falsch gelegen oder so. Kannst du die Heizung aufdrehen? Mir ist irgendwie kalt. Die Heizung ist an. Ist alles in Ordnung? Ja, komm. Lass uns essen. Und steht was Interessantes in den News? Ah, du weißt doch noch, dieser alte Freizeitpark weit außerhalb der Stadt. Ja, steht der nicht seit ein paar Jahren leer? Ja. Hier steht, dass einige Menschen, unter anderem auch Studenten, versucht haben, mit dem Besitzer irgendwie in Kontakt zu treten. Wieso denn das? Wahrscheinlich, um dort zu feiern. Ich meine, ziemlich weit außerhalb der Stadt und verlassener Freizeitpark ist ja ideal für... Eine Halloween-Party. Und weiter? Nichts weiter. Wir konnten einfach nicht zum Besitzer durchdringen. Nur hin und wieder einige Teenager, die sich dort unbefugt aufgehalten haben. Aber scheint sich wohl keiner wirklich dafür zu interessieren. Der Beitrag ist deswegen auch nur sehr kurz gewesen. Klingt doch extremst geil. Was meinst du? Wir müssen noch vor Halloween dahin. Unbedingt, das ist genau der Vibe, den ich brauche, um mich auf Halloween vorzubereiten. Verlassener Freizeitpark. Wer weiß, vielleicht treffen wir ja Geister. Alles klar, Ghostbuster. Aber vorher brauchen wir ein Auto. Und da du noch keinen Lappen hast und Mom und Dad weg sind, wird das erstmal nichts. Wie hieß der Freizeitpark nochmal? Der Woodsboro Freizeitpark. Wieso? Und weswegen stand der leer? Weiß ich nicht mehr. Sag doch wieso. Ach, nur so. Mal sehen, weswegen du wirklich leer stehst, Woodsboro Freizeitpark. Aha, wer sagt's denn? Der Woodsboro Freizeitpark wurde geschlossen, nachdem mehr als 5 Menschen bei ihrem Besuch ihr Leben verloren haben. Die Todesfälle passierten zwischen den 80ern und den 90ern. Einige Bürger glaubten, dass am Freizeitpark ein heidnischer Fluch drauf liege. Angeblich soll man nachts Schreie von einer Frau wahrgenommen haben. Obwohl man den Freizeitpark daraufhin mehrmals durchsucht hat, konnte man nichts derartiges feststellen. Eines Nachts sollen alle Geräte plötzlich angegangen sein. Viele Bürger behaupten auch, dass sich nachts irgendwelche Anhänger von satanistischen Kulten am Freizeitpark versammelt hätten, um heidnische Rituale auszuführen, da sie sich mit dem Besitzer gestritten haben und seinen Freizeitpark sabotieren wollen. In den 90er Jahren jedoch verloren durch einen technischen Defekt 2 Familien im Park ihr Leben. Spätere Untersuchungen konnten jedoch keinen Grund für den Defekt feststellen, und so ranken sich bis heute noch Mythen und Geistergeschichten um diesen Freizeitpark. Jugendliche brechen manchmal ein als eine Art Mutprobe. Jeder Versuch, den Besitzer zu kontaktieren, scheiterte. Harry! Was? Was gibt's? Naja, wir haben zwar kein Auto, aber... Oh, nein. Auf keinen Fall. Oldschool-Fahrradmodus, na los, wie in guten alten Zeiten. 2 Brüder in einem Abenteuer. Nein, auf keinen Fall. Ich setze keinen Fuß in dieses verlassene Stück Land. Freizeitpark.
Nein, wieso willst du da überhaupt hin? Naja, bewegte Bilder sind immer besser als Audio und Standbild. Für YouTube-Klicks? Nee, danke. Nein, für den Nervenkitzel und weil es mich interessiert. Nein, ich komme nicht. Also, ich stelle die Fahrräder schon mal raus, ich warte draußen auf dich, bis gleich. Andrew. Na los, beeil dich, kann sein, dass es bald regnet. Mit dem Fahrrad würde ich sagen, mindestens eine Stunde. Na, wir nehmen einfach den Bus und fahren damit zwei Ortschaften weiter. Von dort aus sind wir in null Komma nichts dort. Na los, das wird lustig. Komm schon, Abenteuer statt Tablet und Animes schauen. Na gut, aber wehe, wir handeln uns Ärger ein. Wegen YouTube-Klicks. Okay, also laut Smartphone-Navi müssen wir nun geradeaus und dann kommt eine Abzweigung nach links. Dieser folgen wir dann, dann sollten wir auch schon dort ankommen. Das hoffe ich für dich. Und vergiss nicht, was wir im Bus vereinbart haben. Wir schauen kurz vorbei und verschwinden dann. Ich möchte nicht, dass irgendeine bescheuerte Lokalzeitung schreibt, wie wir nutzlose Jugendliche in einen Freizeitpark einsteigen. Das wird schon, du Negativnase. Nenn mich nicht Negativnase. Alles klar, Negativnase. Komm! Der Freizeitpark erstreckte sich über eine lächerlich große Strecke. Ich fragte mich, wie es sein kann, dass dies hier schon seit Jahren leer steht. Eine Attraktion zog meine Aufmerksamkeit direkt auf sich. Das Horrorhaus, eine Art Spiegelkabinett in einem düsteren und gruseligen Setting. Über dem Schriftzug des Horrorhauses war ein Clown, der bösartig auf einen niederblickte. Links und rechts am Eingang waren jeweils zwei Figuren von Sensenmännern. Schau dir das mal an, der ist ja riesig. Also, willst du etwas Bestimmtes filmen? Je mehr Videomaterial, desto besser. Hier, hab uns Taschenlampen eingepackt, falls wir... Nein, wir gehen nirgendwo hinein. Gut, du stehst hier Wache, ich geh schon mal rein. Bis gleich. Andrew? Oh, verdammt, beeil dich aber. Ich ging langsam voran, Schritt für Schritt. Und die kleine Lichtquelle hinter mir verblasste immer mehr. Insgeheim hatte ich gehofft, auf etwas zu stoßen, was ich nicht entdecken sollte. Vielleicht einige Anzeichen von Sektenanhängern. Wer weiß, dachte ich mir. Vielleicht stimmen Gerüchte, Mythen und Legenden hier einmal. Neben meiner Leidenschaft für die Musik, die ich mit meinem Bruder teilte, hatte ich jedoch auch immer etwas übrig für das Paranormale. Mein Bruder hingegen ist mehr der Realist. Naja. Was zur? Wieso gibt denn meine Kamera aus? Mist, ich muss die Taschenlampe hier irgendwie kurz abstellen. So. Oh, was ist das? Was? Was zur? Was? Das kommt von da unten. Verdammt, was? Harry. Ich muss zu Harry. Harry! Ob es nun clever war, ihn zu rufen, wenn ich ganz klar Schreie unter dieser Tür gehört habe? Ich wusste nur eins. Ich musste zu meinem Bruder. Jetzt links. Nun rechts. Jetzt wieder rechts. Wie schnell könnte ich draußen sein? Ich musste mich beeilen. Alter, komm mit. Da drin. Was da drin? Was soll da sein? Komm mit, da drin! Geschrei! Komm, verarsch mich nicht. Komm, einfach mit, na los, komm, nimm eine Taschenlampe mit, los! Jetzt hierhin. Los, beeil dich! Was ist denn genau los? Was hast du gehört? Da, sei still! Ich höre nichts. Das kann nicht sein. Ich habe es gehört. Jemand hat geschrien. Los, hilf mir mal. Was? Hier, was? Ich will das Ding hier anheben. Andrew, nein. Wir waren hier schon länger als Harry, genug. Harry, ich habe etwas gehört. Was, wenn jemand da unten unsere Hilfe braucht? Wir schauen nach und wenn nichts ist, verspreche ich, dass wir uns wieder verziehen, okay? Los, komm. Vorsichtig! Dunkelheit war alles, was sie sahen. Nachdem wir die Falltüre öffneten, führte eine Treppe weiter tiefer in die Finsternis. Und als wir unten ankamen,
erstreckte sich vor unserem Auge ein meterlanger Weg. Alter, das ist ja riesig. Komm, beeil dich. Wir liefen weiter in der Dunkelheit voran. Ich wusste nicht, was wir genau vorfinden sollten. Aber diese Schreie habe ich mir nicht eingebildet. Eine Abzweigung. Komm. Dein Ernst? Du filmst jetzt? Es schadet ja nicht. Noch eine Abzweigung. Moment mal. Das hier kommt mir so bekannt vor. Was? Was ist denn? Ich hatte diesen einen Traum und... Wie meinst du? Was ist das? Wir kamen an einem dunklen Gang an. Ich fühlte mich plötzlich, als ob ich wieder in meinem Albtraum wäre. Rechts und links waren mehrere Wege, die jeweils zu kleinen Kammern führten. Direkt vor uns sahen wir eine Tür, die zu einem kleinen Spalt offen war. Da, Licht. Sag mir mein Amulett. Es gibt noch einen. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch keinen Fehler gemacht. Es kann nicht noch einen geben. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber natürlich, dieser Junge von gestern, nicht wahr? Dann muss ich ihn finden, ja. Er fehlt noch. Andrew, hey, wir müssen jetzt. Er geht weg. Es muss wohl noch einen anderen Ausgang geben. Komm mit, Harry. Was wir nun vorfanden, war eine runde Kammer. Um uns herum brannten nur Kerzen. Das Licht reichte gerade noch so aus, um den Raum zu erleuchten. In der Mitte des Raumes war etwas auf dem Boden gemalt. Ein Zirkel. Und in der Mitte des Zirkels saß jemand auf einem Stuhl. Tot. Harry, das ist doch... Das ist... Der Typ vom Lebensmittelladen? Hast du das auf Kamera? Los, film es. Ich weiß, es ist illegal, hierher zu kommen. Aber der Typ war gestern noch quicklebendig. Wir müssen zur Polizei. Los, wir gehen. Na los, Andrew. Harry, hier liegen noch mehr Leichen rum. Und Knochen. Was? Was redest du da für ein... Sie bewegen sich. Die Toten lösten sich aus ihrem Schlummer. Los, komm schon, Harry, die Taschenlampe, los! Lauf! Mist, es hat mich! Andrew! Wie durch Zufall erblickte ich ein Messer, das vor meinen Füßen lag. Ich hob es auf und rammte es der halbtoten Gestalt mehrmals in den Arm. Los, komm schon! Beeil dich! Das ist gerade wirklich passiert. Ich meine, was? Verdammt, was war das? Ich weiß es nicht. Los, lass uns abhauen. Ich habe keine Lust, dass diese komische Person hier aufkreuzt und rausfindet, dass wir hier herumschnüffeln. Los, beeil dich. Andrew, wir müssen zu den Cops. Da unten war eine scheiß Leiche. Verdammt, da unten wimmelt es nur so von Leichen. Und was sagen wir dann? Hey, uns war langweilig, also sind wir auf den verlassenen Freizeitpark. Und schau mal, wir haben einige tolle Aufnahmen. Moment, die Aufnahmen. Du hast doch alles aufgezeichnet. Deine scheiß Kamera lief doch die ganze Zeit. Warte, das muss ich überprüfen. Sag mir mein Amulett. Es gibt noch einen. Das kann doch nicht sein. Spul weiter vor. Bildfehler. Deine Cam kaputt? Nein, sie funktioniert. Es ist nur... Oh, verdammt! Dateifehler. Die Aufnahme ist komplett grün. Nichts. Sie läuft zwar, aber da ist nicht mal Ton. Das Letzte, was man noch hört, ist das, was der Typ gelabert hat. Oh, okay. Es bringt ja nichts. Los. Wir müssen hier weg. Hoffe, wir kriegen den nächsten Bus. Als wir Richtung Bushaltestelle fuhren und der Regen gegen unsere Körper klatschte, ging ich mental nochmal durch, was passiert ist. Wir sind zum Freizeitpark gefahren. Wir sind in diesen unterirdischen Tunnel gestiegen und fanden einen kreisrunden Raum mit einem Zirkel. Dann die Leiche, Knochen und plötzlich machten diese Untoten Jagd auf uns. Das kann nicht sein, aber ein Traum ist es auch nicht. Stimmten also diesmal die Mythen, Legenden? War dieser Freizeitpark wirklich verflucht? Die noch spannendere Frage ist auch noch, warum dieser Mann sterben musste. Ich wusste nur eins. Der
der mit uns in dieser Kammer war, war verantwortlich für mindestens ein, wenn nicht sogar mehrere Morde und ist noch immer auf freiem Fuß. Meine Hand schmerzte erneut. Andrew, wir haben ein Problem. Was meinst du? Was, wenn dieser Typ uns nur in eine Falle locken will? Was, wenn er wusste, dass wir da unten waren und jetzt von irgendwo aus beobachtet oder jetzt in diesem Moment mit uns im Bus sitzt und uns verfolgt? Harry hatte recht. Wir wussten nicht, wer das war. Wir wussten nicht, wie er aussah. Er könnte überall sein. Vielleicht war das ja alles ein Trick und er sitzt wirklich mit uns im Bus und wartet nur auf seine Gelegenheit. Ich schwenkte meinen Blick langsam nach links und rechts. Hinter uns saßen 7 Personen. Eine ältere Dame, eine Frau mit ihrem Kind, 2 Jugendliche und 2 Männer. Kann es denn möglich sein? Ist er das? Ich habe eine Idee. Komm! Also gut, wir warten, bis der Bus komplett aus unserem Sichtfeld ist und fahren über einen Umweg nach Hause, nur um ganz sicher zu gehen. Harry und ich stiegen an der nächsten Bushaltestelle aus und fuhren mit unseren Fahrrädern weiter. Wäre dieser besagte Mann mit uns im Bus gewesen, hätte er mit uns aussteigen müssen. Jedoch waren wir, Harry und ich und die ältere Dame die einzigen, die den Bus verließen. Da wir einen Umweg genommen haben, kamen wir dementsprechend auch viel später zu Hause an. Was zur Hölle war das? Und ich meine, das haben wir uns doch nicht eingebildet. Dieser Typ war tot. Jemand hat ihn getötet. Wir müssen zu den Cops. Und dann, Harry? Ich meine, meine Aufnahmen funktionieren. Das wird ein lustiges Gespräch. Hallo, Officer. Wir sind in den verlassenen Freizeitpark, obwohl da keiner rein darf. Und nachdem ich ganz viele Aufnahmen vom Horrorhaus gemacht habe, sind mein Bruder und ich durch die komische Falltür runter in diesen dunklen, unterirdischen Gang, den man nur mit einer Taschenlampe passieren konnte, welches wir ganz zufällig dabei hatten und dann eine Leiche auf einem Stuhl entdeckt haben. Und um uns herum waren weitere Leichen. Dann, plötzlich, wie durch Zauberhand, sind diese toten Dinger auferstanden und haben uns gejagt. Ich habe keine Ahnung, okay? Weißt du was? Ich geh jetzt duschen, dann bestellen wir uns was zu essen. Harry und ich haben danach nicht mehr darüber geredet. Wir beide wussten nicht, was wir nun machen sollten. Wir lenkten uns ab mit der Halloween-Party, die in 2 Tagen stattfinden sollte. Wir gingen nicht mehr raus und unterhielten uns auch sonst mit keinem Menschen. Wir lenkten uns mit unserem Gerede von Halloween-Kostümen und Süßigkeiten bis zu erbarmungslosen Strategien von Großunternehmen ab und quatschten irgendwann darüber, welche Filme bald ins Kino kommen würden. Wir redeten so lange, bis einer von uns müde wurde und sich schlafen legte. Nein, schon wieder dieser Traum. Was war das? Da ist doch irgendwas hinter mir. Ich war wieder in der Dunkelheit. In meiner Hand hielt ich jedoch diesmal eine Taschenlampe und schwenkte um mich herum, um irgendetwas zu erkennen. Ich hab keine Angst vor dir, Fischgesicht. Los, zeig dich! Ich drehte mich mehrmals im Kreis und lief irgendwann orientierungslos nur geradeaus, in der Hoffnung, irgendwo einen Ausgang zu finden. Dann sah ich es. Der gleiche Mann, den wir zuvor tot in diesem Raum aufgefunden hatten. Der gleiche Zirkel. Ich durchsuchte die Leiche, jedoch konnte ich nicht mal eine Brieftasche finden. Komm zu mir. Bald ist es vollbracht. Meine Hand schmerzte und das Symbol erweiterte sich. Eine vertikale Linie, die fast bis zu meinem Handgelenk ragte, unterbrach die Kurve in der Mitte und wurde von 2 weiteren horizontalen Linien unterhalb der Kurve gekreuzt. Wer ist da? Na los, zeig dich! Verdammt, ich... Meine Beine wurden plötzlich immer schwerer und ich fiel auf die Knie. Die letzte Zutat. Ein Stich in meine Brust und ich wachte auf. Verdammt. Was hat das noch zu bedeuten?
Harry, wir müssen reden. Schieß los. Ich habe seit 2 Tagen denselben Traum. Ich wache irgendwo in der Dunkelheit auf und finde diesen Toten. Dann taucht eine dunkle Gestalt auf und tötet mich. Dieser Mann, den wir damals vorm Laden gesehen haben. Er kam mir so bekannt vor, weil ich ihn schon mal zuvor in meinem Traum gesehen hatte. Dieser Traum ging jedoch diesmal etwas weiter. Diesmal konnte ich den Körper genauer untersuchen. Da war etwas auf seiner Hand. Eine Art Symbol. Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen, als ich auf dem Nachhauseweg war von der Unibibliothek und dieser Typ mich angerempelt hatte und dabei sein Buch fallen ließ. Seitdem ich mit diesem Buch in Berührung kam, hat meine Hand hin und wieder so komisch wehgetan. Nach meinem ersten Albtraum war auf meiner Hand ebenfalls ein kleines Symbol zu erkennen. Und jetzt schau dir das an. Ich zeigte Harry die Rückseite meiner rechten Hand. Das Symbol ist noch nicht vollständig. Was, wenn dieser Fremde genau der ist, den wir gestern in diesem Raum gehört haben? Was, wenn er hinter allem steckt? Erinnerst du dich noch daran, was er gesagt hat? Ihm bliebe keine Zeit mehr. Und in meinem Albtraum ist diese Person, die mich versucht zu töten. Was ist, wenn es die gleiche Person ist, die wir gestern gehört haben? Er ist auf der Suche nach mir. Ich glaube, was immer dieses Ding an meiner Hand ist, scheint irgendwie von großer Bedeutung zu sein. Also gut, dann verlassen wir das Haus nicht mehr. Er weiß ja schließlich nicht, wer wir wirklich sind, und vor allem wissen wir nicht das Geringste über diesen Fremden. Er könnte auch nur irgendein durchgeknallter Psychopath sein. Was ist mit diesen untoten Dingern? Glaubst du nicht, dass er mit einer Art Zombie-Armee vor unserer Tür stehen würde? Ich meine, so Left 4 Dead 2-mäßig? Hey, wohin gehst du? Ich habe eine Idee. Ich muss in die Uni-Bibliothek. Wow. Warte mal. Du sagtest, dir sei der Typ das erste Mal auf dem Weg nach Hause begegnet. Und jetzt? Willst du dich hinstellen und warten, bis er zurückkommt? Nein, aber vielleicht gibt's in der Bibliothek irgendetwas, was mit diesem Buch identisch ist. Ich meine, wir können hier nicht einfach so rumsitzen und nichts tun. Gut, ich komm mit. Dachte ich mir. Komm. Nach was genau suchen wir eigentlich? Ich weiß es nicht. Vielleicht nach einem Buch mit dem Titel Pseudomythen, die in Wirklichkeit doch keine Mythen sind und wie man damit umgeht, Kapitel 1. Such du im Bereich Geschichte nach und ich stöber hier herum. Ey, ich hab was, check das mal. Ist ein ziemlich altes Buch mit einer Menge antiker Symbole. Handeln alle über die Alchemie. Hier, schau mal. Schau dir das Symbol an. Das ist das Symbol der Verschmelzung. Das sieht doch aus wie das, was du auf der Hand hast, oder? Ja. Da steht nichts weiter. Nur der Begriff Verschmelzung. So ein Mist. Hey, komm. Wir sind hier schon fast eine Stunde und gefunden haben wir nicht wirklich etwas. Lass uns was essen gehen oder so. Ich verhungere. Ja, ist gut. Wir setzten uns in ein kleines Lokal und aßen etwas. Nach einer Weile machten wir uns jedoch wieder zurück auf den Nachhauseweg. Zeichen für Verschmelzung in der Alchemie. Was könnte das nur bedeuten? Bedeutet es vielleicht, dass dieser Fremde versucht hat, Menschen zu verschmelzen? Ich meine, wir wurden ja auch von Untoten attackiert und selbst sowas ist schon völlig unmöglich. Verschmelzung. Verschmelzung. Als wir zu Hause ankamen, saßen wir einfach nur im Wohnzimmer und ließen den restlichen Tag einfach so an uns vorbeiziehen. Schon wieder. Ich glaube, ich kenne diesen Ort langsam. Also gut. Wenn es wirklich das ist, was ich denke, dann... Da. Dort ist wieder dieser Zirkel und... Hier ist der Stuhl. Durch das Kerzenlicht konnte ich mich wenigstens etwas zurechtfinden. Ich wusste ganz genau, was ich hier finden sollte. Ich suchte das, was ich in der Bibliothek sogar vielleicht hätte finden sollen. Oder wenigstens versucht habe zu finden. Hier ist es. Ich fand das Buch, das der Fremde damals fallen gelassen und ich in Eile ihm schnell wieder in die Hand gedrückt hatte.
Das Buch, das womöglich der Auslöser für den ganzen Mist hier war. Das Symbol auf der Vorderseite war fast identisch mit dem auf meinem Handrücken. Bei mir fehlte lediglich nur noch eine weitere Linie und es wäre perfekt. Ich versuchte, das Buch aufzuschlagen, aber es ging nicht. Vielleicht, dachte ich mir, muss es in Kontakt mit dem Symbol kommen, um geöffnet zu werden. Also drehte ich meine Hand um und presste es gegen die Vorderseite des Buches. Aber nichts passierte. Jedoch glitt meine Hand aus Versehen an der Vorderseite entlang. Und nun tat sich tatsächlich etwas. Das Symbol auf der Vorderseite fing an, in einem giftigen Grün zu leuchten. Und auch das Symbol, das ich auf meiner Hand hatte, pulsierte. Nun konnte ich ganz deutlich eine Schrift erkennen. Das Buch der Rituale. Ich öffnete es und jede Seite war makaberer als die andere. Das Buch war voller Anleitungen von Beschwörungen von Geistern bis hin zur Kommunikation mit den Verstorbenen. Jedoch interessierte mich das alles nicht. Ich blätterte durch, bis ich eine Seite finden würde, das dieses Symbol genauer erklären sollte. Ich hab's. Das Ritual der Verschmelzung. Dieses ganz spezielle Ritual kann nur dann ausgeführt werden, wenn alle anderen Meister des Buches der Rituale sich am gleichen Ort versammelt haben. Um die Verschmelzung mit einem Wesen aus einer anderen Dimension durchzuführen, braucht es die Lebensenergie aller vorherigen Meister des Buches der Rituale. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass es ohne Probleme vonstatten geht. Das Ritual der Verschmelzung kann auch nur an jenem Tage durchgeführt werden, an dem der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten am schwächsten ist. Plötzlich hörte ich wieder Schritte. Das war mir jedoch egal. Ich wusste, dass ich nur träumte. Jedenfalls hoffte ich es, da ich ansonsten nicht mehr lang zu leben hätte. Also versuchte ich, mir so viel vom Ritual zu merken, wie es nur ging. Jedoch wurden die Schritte immer lauter. Er kam immer näher. Bald ist es vollbracht. Ich spürte einen stechenden Schmerz in meiner Brust und wachte wieder in meinem Bett auf. Jedoch war diesmal etwas komisch. Ich konnte mich nicht bewegen. Meine Augen waren weit aufgerissen und es war noch tiefste Dunkelheit. Ich wollte versuchen zu schreien, aber nichts passierte. Dann sah ich eine Gestalt in der Ecke meines Zimmers. Eine kleine schwarze Gestalt, die langsam auf mich zulief und immer größer wurde. Plötzlich tauchten immer mehr Gestalten vor meinem Bett auf und sie blickten mich an. Ich weiß nicht, wie lange ich bewegungsunfähig war. Minuten? Stunden? Ich spürte, wie mein Herzschlag immer schneller wurde und meine Hand immer mehr wehtat. Ich geriet in Panik, konnte mich jedoch nicht mal bewegen. Was passiert jetzt? Plötzlich wachte ich auf. Wie viel Uhr ist es? Was? Schon 13 Uhr? Verdammt! Wie lange habe ich denn gepennt? Harry, wir haben ein Problem. Erzähl mir mal was. Deine Hand, sie blutet. Moment. Was? Tatsächlich. Nun war sie komplett. Das Symbol der Verschmelzung. Hier, Verbandszeug. Also, klär mich endlich auf, was zur Hölle hier vorgeht. Es ist das Buch der Rituale. Was? Du weißt doch, der Fremde, dem ich begegnet bin. Das, was er fallen gelassen hatte, war das Buch der Rituale. In ihm stehen alle möglichen bizarren Anleitungen, wie man zum Beispiel Geister oder so einen Mist beschwören kann. Und dein Ritual war auch dabei. Das Ritual der Verschmelzung. Harry, wenn es diesem Geisteskranken gelingen sollte, dieses Ritual zu vollführen, dann kann er sich mit jedem Wesen, das er möchte, verschmelzen. Warte. Woher weißt du das alles? Ich habe dir doch von meinen wiederkehrenden Albträumen erzählt, oder nicht? Diesmal konnte ich etwas mehr erkennen. Ich fand neben diesem Zirkel eben jenes besagte Buch. Jetzt weiß ich endlich auch, warum da unten so viele Leichen rumlagen und dieser Typ am Stuhl gefesselt war. Sie alle hatten diese Narbe auf der Hand. Sie alle wurden für das Ritual missbraucht. Willst du etwa sagen, dass der Typ versucht, mit mehreren Menschen zu fusionieren?
Hä? Nein, im Buch stand etwas von, nur wenn alle Meister des Buches der Rituale versammelt sind, kann das Ritual der Verschmelzung durchgeführt werden. Mit meiner Narbe auf der Hand ergibt das alles einen Sinn. Jeder, der das Buch schon mal berührt hat, wurde davon markiert und ist somit ein Meister gewesen. Dieser kranke Penner hat in den letzten Monaten und Wochen nichts gemacht, außer diese Menschen aufzusuchen und sie hinzurichten für sein krankes Ritual. Alle bis auf einen. Mich. Diese Markierung auf meiner Hand ist der Schlüssel. Ich bin noch der letzte lebende Meister des Buches. Du weißt doch, was er gesagt hat. Ja, das ist fast fertig, Veron. Er erwähnte einen Jungen. Ganz genau. Mir bleiben nur noch 24 Stunden, dem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Im Buch stand, dass das Ritual nur dann durchgeführt werden kann, wenn der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der Toten am schwächsten ist. Harry, wir haben Halloween. Denk doch mal, was die ganzen Kelten früher geglaubt haben. Sie gingen davon aus, dass an Halloween die Geister der Verstorbenen auf der Erde wandeln würden. Das bedeutet, dass der Schleier zwischen den beiden Welten am schwächsten ist. Genau heute, bei Sonnenuntergang. Genau dann will er das Ritual durchführen. Oh shit. Also gut. Dann habe ich den perfekten Plan. Wir bleiben fern von diesem Ort. Wir bleiben fern von diesem Typen. Wir gehen wie verabredet zu der Halloween-Party. Ich meine, wenn er das Ritual nur heute durchführen kann. Nur heute. Dann dürfen wir ihn auf keinen Fall begegnen. Und wo geht das besser als auf einer Party voller Menschen in Verkleidung? Die Idee ist vielleicht doch nicht so dämlich, dachte ich. Ich war mir zu 100% sicher, dass ich das letzte Opfer war, das dieser Typ brauchen würde. Das bedeutete jedenfalls auch, dass er mich nicht finden durfte und auf einer Party mit einem Haufen Menschen wäre es quasi unmöglich gewesen. Jedoch war es auch ziemlich riskant. Zwar waren diese untoten Viecher nicht die allerschnellsten, aber wenn er in Besitz eines so mächtigen Buches ist, wer weiß, was er dann damit alles anstellen kann. Aber nein, dachte ich mir weiter. Wenn er solche enormen Kräfte hätte, wieso hat er mich da nicht schon längst aufgesucht und getötet? Also gut, Harry, lass uns was essen und dann gehen wir los. Hey, da seid ihr ja. Kommt, hier sind die Getränke. Und hier ein bisschen was zum Essen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Oh Mist, mehr Gäste. Geht ihr schon mal rein, ich komm gleich. Ich hatte natürlich wie immer mein Ghostface-Kostüm an und mein Bruder Harry ging als Jason. Wir amüsierten uns etwas und vergaßen schon fast komplett die Gefahr, die uns eigentlich drohte. Hey, Jess. Wo steckt eigentlich Harry? Er meinte, er wollte schnell ins Badezimmer. Im zweiten Stock. Schau doch mal nach. Wie viele Badezimmer gibt's hier nochmal? 6 Stück. Ist gut. Ich schau dann mal. Ich schaute mich im ganzen Anwesen um, jedoch konnte ich Harry einfach nicht finden. So ein Mist. Wo war er nur? Ich klapperte nochmal jedes Badezimmer ab. Aber nichts. Jessica, ich kann ihn nicht finden. Wie? Wo kann er denn nur sein? Warte, ich versuche ihn anzurufen. Komm schon, verdammt, geh ran. Verdammt! Ach, nochmal. Mist! Es kann nicht sein, dachte ich mir immer und immer wieder. Er kann nicht dort sein. Auf keinen Fall. Ich rief Harry dutzende Male an, aber es brachte nichts. Tief in mir drin jedoch wusste ich, wo er war. Dort. Am verlassenen Freizeitpark. Jessica, du hast doch ein eigenes Auto, richtig? Ja, wieso? Okay, ich weiß, das klingt jetzt erstmal komisch, aber ich glaube, ich weiß, wo Harry stecken könnte. Und wenn wir uns beeilen, dann... Dann was? Vertrau mir einfach. Sag mir, was hier los ist. Wir haben keine Zeit, komm mit. Wo steht dein Auto nochmal? Okay, komm mit. Ich hoffe nur, das ist kein bescheuerter Scherz. Warte, ich sag aber meiner Freundin Bescheid. Sie soll, solange ich weg bin, ein Auge auf alles haben. Wenn ich recht gehabt hätte... dann würde Harry genau in diesem Moment unter Lebensgefahr schweben. Vor allem, weil er das falsche Ziel ist. Jetzt rechts abbiegen. Kannst du mir verdammt nochmal sagen, was hier los ist? Sag ich dir früh genug. Sag's mir oder ich halte an. Wenn ich in meiner Vermutung richtig liege, dann könnte sein, dass Harry gerade in Lebensgefahr schwebt. Also solltest du vielleicht lieber nicht anhalten. Da vorne jetzt links. Nach einiger Zeit kamen wir am verlassenen Freizeitpark an.
Okay, du bleibst hier am Auto und bewegst dich nicht vom Fleck. Check dein Smartphone. Sollte ich nicht in ungefähr einer Stunde zurück sein, haust du ab und rufst die Cops, verstanden? Was? Wieso? Haben wir uns da verstanden? Bis gleich. Ich rannte in den Freizeitpark hinein und plötzlich schloss sich das Tor direkt hinter mir. Aber ich hatte keine Zeit, darüber großartig nachzudenken. Also rannte ich in das Horrorhaus. Ich beeilte mich und kam schließlich vor der Kammer an. Es ist fast vollbracht. Nur noch dieses Opfer. Was zur Hölle bin ich hier? Wer sind Sie? Psst. Ganz ruhig. Was zur... Ruhig. Du willst doch die Toten nicht zu früh wecken, oder? Hey, binde mich los, du Scheißfreak! Es ist gleich vollbracht. Ich brauch nur noch dich. Hey, Moment mal, du hast den Falschen. Hey, binde mich los. Verdammt. Harry war gefesselt. Wenn ich jetzt nicht etwas unternehme, so dachte ich, wäre es womöglich zu spät. Hey, Fischfresse, du hast den Falschen. Die Gestalt schaute nun mich an. Er trug eine lange schwarze Robe, hatte lange schwarzgraue Haare und ein bleiches, schon fast totes Gesicht. Was? Noch jemand? Du kommst zu spät, der Junge. Hier ist praktisch. Du solltest vielleicht mal das Mal an seiner Hand überprüfen. Oh, hab ich vergessen. Er hat ja gar keins. Was? Zeig her. Wo? Wo ist es? Ich sagte doch, Fischgesicht, dass du den Falschen hast. Komm her. Und ich verspreche, ich töte dich schnell. Um das Ritual abzuschließen, brauchst du mich, Fischfresse. Also, komm doch her. Ich hab keine Zeit für solch einen Unfug. Los, schnappt ihn euch. Die Leichen, die links und rechts vor mir lagen, erhoben sich langsam und gingen Schritt für Schritt auf mich zu. Die Eingangstür war direkt hinter mir. Wenn ich nur etwas Glück hätte, würde er sich nur auf mich konzentrieren. Und vielleicht könnte sich mein Bruder irgendwie in der Zwischenzeit selber befreien. Langsam machte ich einen Schritt nach hinten. Denkst du, ich bin so töricht? Hier gibt es keinen Ausweg mehr für euch. Der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass deine schlimmsten Albträume heute wahr werden. Schritt für Schritt kamen die Untoten immer weiter auf mich zu. Was sollte ich tun? Versuchen sie zu bekämpfen? Ich habe genug gewartet. Los, schnappt ihn euch. Ich hatte zwar heimlich das Messer mitgeschmuggelt, mit dem ich damals meinen Bruder von den Klauen dieser Untoten befreit hatte, aber ob das was aussetzt an Zombies? Ich versuchte mich zu wehren. Ich war erfolglos. Verdammt! Lass mich los! Gut, bringt ihn her. Um dich kümmere ich mich direkt danach. Aber der hier hat nun Priorität. Er schob den Stuhl von Harry raus aus dem Zirkel, sodass ich nun im Zentrum war, gefesselt. Die Untoten jedoch verschwanden wieder. Nun fing er an, etwas aus dem Buch zu flüstern. Vielleicht, so dachte ich, haben wir noch eine Chance, wenn ich ihn irgendwie dabei ablenke. Eins verstehe ich immer noch nicht, Fischgesicht. Wie kann es sein, dass diese Drecksdinger deinem Kommando folgen? Was bist du denn? Je dünner der Schleier zwischen unserer und der Welt der Toten ist, desto mächtiger sind die Zauber, die man vollführen kann. Jedoch spielt der Schleier nunmehr keine Rolle. Was meinst du damit? Wenn ich mit dem Ritual fertig bin, dann muss ich nicht mehr darauf warten, dass der Schleier am schwächsten ist. Sobald die Verschmelzung mit einem Dämon aus der Hölle abgeschlossen ist, bin ich mächtiger als alle Lebewesen auf dieser Welt. Aber nur um ganz sicher zu gehen, werde ich... Was? Was hast du vor? Nun ja, man sagt, dass genau an diesem Tag die Geister der Verstorbenen auf der Erde weilen. Zeit, dass wir dafür sorgen, dass das auch stimmt. Der Fremde flüsterte etwas und plötzlich wurde alles um uns immer kälter. Gefolgt von einem kleinen Beben, sodass er mit seinem Stuhl auf den Boden fiel. Was hast du gemacht? Mal sehen, ob euch eure lächerlichen Halloween-Kostüme jetzt noch schützen vor dem Grauen, das aus dem Reich der Toten kommt. Nun gut, Zeit,
führt ein Ende. Das glaube ich nicht, Fischfresser. Harry hat es noch geschafft, sich zu befreien und stürzte sich mit seinem gesamten Körper auf den Fremden drauf. Dann stand Harry wieder auf, nahm den kleinen Holztisch und zerschmetterte diesen am Körper des Feindes. Harry, da das Messer, los! Bind mich los! Kommt herbei, meine Sklaven. Harry, schnapp dir das Buch! Los! Harry griff sich das Buch und um uns herum liefen mehrere Untote auf uns zu. Ich wusste, wenn ich jetzt nicht handle, dann wäre es zu spät gewesen. Also nahm ich das Messer, mit dem Harry meine Fesseln losgeschnitten hatte, und rammte es dem Fremden direkt ins Herz. Narre, mein Tod wird nichts daran ändern. Es gibt keinen drin. Ich dachte, das würde sie aufhalten. Jedoch verfolgten uns die Untoten jetzt noch in einem viel schnelleren Tempo. Komm schon, los! Wir rannten so schnell wir konnten. Da die Tore geschlossen waren, mussten wir versuchen, über den Zaun zu entkommen. Hinter uns rannte eine Horde Untoter hinterher. Wir müssen klettern! Über den Zaun! Schnell! Jessica, steig ins Auto! Mach den Motor an, schnell! Los! Was, du hast sie mitgenommen? Hat ja nicht viel Auswahl. Los, schnell ins Auto! Wir fuhren so schnell es ging. Hast du noch das Buch? Ja, hier. Was willst du damit? Ich weiß es nicht. Ich blätterte rum und hoffte, etwas zu finden, was erklären könnte, warum uns diese Untoten immer noch jagten, obwohl ich den Fremden getötet hatte. Schleier, 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 irgendwas. Was? Aha? Ah? Ja, okay, alles klar. Das war gerade Rachel. Sie meinte, dass aufgrund eines heftigen Gewitters bei uns die meisten Gäste gegangen sind. Wieso können sie nicht einfach drinnen bleiben? Naja, einige sind mit dem Auto von weiter weg. Wahrscheinlich hatten sie Angst, ewig festzustecken. Naja, die Hälfte ist ja noch da. Harry, wir haben ein Problem. Was ist es diesmal? Hier steht, zur Durchführung von Ritualen ist neben Zutaten noch ein essentielles Mittel vonnöten. Der Kristall des Herbeirufers. Sollte der, der die Rituale durchgeführt hat, sterben, so verliert er die Kontrolle über die beschworenen Subjekte. Um die Beschwörung rückgängig zu machen, muss demnach der Kristall des Herbeirufers zerstört werden. Dadurch werden auch alle anderen durchgeführten Rituale annulliert. Kristall? Was? Er muss den Kristall noch bei sich gehabt haben. Verdammt! Also was? Haben wir eine Horde unkontrollierbarer Untote an der Wange? Genau das bedeutet es, Harry. Aber... hast du nicht gesagt, dass der Schleier nur heute am schwächsten ist? Ja. Das bedeutet, wenn wir die Nacht überleben, kann uns nichts passieren. Heute ja, aber wer weiß schon den Ausmaß? Was meinst du? Naja, wer weiß, was alles aus dem Reich der Toten zurückgeholt wurde? Wer weiß, was für Wesen nun die Bürger terrorisieren, sich in ihre Schlafzimmer schleichen und sie womöglich töten? Das bedeutet, dass wir heute nirgendwo mehr sicher sind. Das bedeutet, dass wir an Halloween nirgendwo mehr sicher sind. Es sei denn... aber der Kristall, wir können ihn doch zerstören. Wenn wir lebend aus der Brutstätte voller Zombies und anderen Gestalten sicher entkommen? Ja, dann vielleicht. Aber da der Herbeirufer nun tot ist, weiß ich noch nicht einmal, ob wir diese Autofahrt überleben. Sobald wir zu Hause angekommen sind, müsst ihr mir genau sagen, was zur Hölle hier eigentlich passiert. Wieso wirst du langsamer? Ich weiß es nicht. Das bin ich nicht. Das ist das Auto. Es wird immer kälter hier. Das Auto blieb stehen. Ich wusste ganz genau, dass wir diese Nacht nicht überleben sollten. Wir blieben noch im Wagen drin, als wir von einem düsteren Nebel umkreist wurden. Wir müssen raus. Los, kommt schon. Aber was, wenn da draußen, ich meine, ihr Untote und... Komm mit, Schatz, ich pass auf dich auf. Bewaffnet mit nichts anderem als einem Messer, einem Buch und drei Taschenlampen von unseren Smartphones rannten wir durch das Gewitter in der Hoffnung, irgendwo Unterschlupf finden zu können. Ich weiß nicht, wie lange wir rannten, doch schließlich kamen wir an einem kleinen Vorort an und gingen in den nächsten Laden. Da!
Dieser Supermarkt ist offen. Schnell rein.